Pokalfieber in der B-Jugend. NTSV gegen den HSV heißt es heute. Regionalliga gegen B-Bundesliga. Bei eisiger Kälte und einem Platz, der einer Eisbahn gleicht, soll er es heute richten. Valentin Zalli ist albanischer U17-Nationalspieler und mit 8 Treffern auch bester Torschütze bei den Rothosen. Der HSV mit dem besseren Beginn. Zalli schaut, spielt das Ding in den Rückraum. Knapp vorbei. Doch der vereiste Platz lässt keinen guten Fußball zu. Stattdessen wird das Spiel bestimmt von Ausrutschern und Fehlpässen wie diesem von Tom Mulak. Wenn etwas gehen soll, dann über Standards. Ecke für den Bundesligisten, Kopfball, Tor! Das 1:0 in der 34. Minute. Brooklyn Eze ist der Torschütze. Er steigt einfach höher als die Niendorfer Verteidigung und lässt Keeper Feliciano König keine Chance. Ganz stark gemacht vom Linksverteidiger, der schon seit der U8 beim HSV kickt. Nur 2 Minuten später. Wieder ein Standard für die Rothosen. Diesmal ein Freistoß aus gefährlicher Position. Valentin Zalli tritt an und scheitert am Pfosten. Was für eine Schusstechnik. Glück für den NTSV. Wir springen in Halbzeit 2. Spielfluss leider weiterhin eine Rarität. Theo Beermann vielleicht mal mit einer Einzelaktion. Knapp vorbei am Ausgleich. Dann wieder der HSV. Flanke auf Zalli und eiskalt vollstreckt. Da zeigt der junge Stürmer, warum er Nationalspieler ist. Direkt Volley abgezogen, das 2:0 in der 57. Minute. Mit so welchen Toren empfiehlt er sich natürlich für weitere Einsätze in der U19. Letzten Samstag durfte er ja schon 10 Minuten beim 2:0 über Leipzig. Niendorf muss jetzt kommen und Niendorf kommt. Über rechts außen, über Filipovic und über von Schossen. Chance zum Ausgleich leichtfertig vergeben. Doch Niendorf macht weiter Druck, will es jetzt nochmal spannend machen. Der eingewechselte Moritz Eriksen auf dem Weg zum Anschluss lässt Mulak ins Leere rutschen. Frei vom Tor. Viel zu schwacher Abschluss. Das muss doch das 1:2 sein. Und so bleibt es beim 2:0 für die HSV-Youngster. Der Bundesligist wird seiner Favoritenrolle gerecht und zieht auch dank eines starken Valentin Zalli ins Viertelfinale ein. Der NTSV hingegen kann sich nun auf den Liga-Alltag in der B-Regionalliga konzentrieren und darauf, dass das nächste Heimspiel etwas weniger eisig wird.